In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, wie man Graphen im Computer zum Programmieren geeignet überhaupt darstellt. Eine der traditionellsten Methoden ist mit einer sogenannten Adjazenzmatrix. Adjazenzmatrix. Das sieht folgenderweise aus. Ich habe mir hier bereits einen Graphen vorbereitet, der aus 5 Knoten hier besteht und irgendwelche relativ zufällige Kanten habe ich dazwischen eingezeichnet. Was hier diese Knoten genau sind, ist für uns im Moment irrelevant. Wir können annehmen, dass das Personen sind, wir können annehmen, dass es irgendein Graph ist. Jetzt wollen wir ihn so repräsentieren, dass man im Computer irgendetwas mit dieser Repräsentation anstellen kann. Dafür benutze ich eine Matrix. Und zwar mit genauso vielen Zeilen und Spalten, wie ich Knoten in diesem Graphen habe. Und ich mache jetzt auch Folgendes. Überall schreibe ich an, welche Spalte welchem Knoten entspricht. Und zwar vertikal, also die Spalten, und bei den Zeilen mache ich genau das Gleiche. In dieser Matrix trage ich jetzt entweder eine 0, da wo keine Kante existiert, oder eine 1, wenn eine Kante existiert. Das heißt, was mache ich jetzt mit AAA? AA, also von A nach A, nehmen wir normalerweise an, dass eine Kante existiert, weil es eigentlich das Gleiche ist. Man kann sich aber auch eine spezielle Zahl ausdenken, wie zum Beispiel minus 1, um klarzumachen, dass das keine richtige Kante ist, sondern dass es einfach das Gleiche ist. Wir nehmen diese Variante, aber es hängt wirklich von dem Algorithmus und von der späteren Verarbeitung ab, für welche Variante Sie sich entscheiden. Und ich werde jetzt hier einfach bei allen diesen, die zu sich selbst führen, einfach so einen Strich machen im Sinne von not a number, none oder was auch immer. Dann für die, sagen wir, für die echten Kanten, probieren wir mal jetzt. Von A nach B gibt es eine Kante, also werde ich hier eine 1 einschreiben. Das gleiche gilt außerdem für B und von B zu A. Das heißt, von B zu A gibt es auch eine Kante. Von A nach C gibt es auch eine Kante. Von A nach D gibt es allerdings keine. Das schreibe ich jetzt eine 0. Und von A nach E gibt es auch keine Kante. Von B zu A haben wir bereits gesagt, gibt es eine. Von B zu C gibt es auch eine, von B zu D gibt es keine und von B zu E gibt es auch keine. Von C nach A gibt es eine, von C nach B gibt es auch eine, von C nach D gibt es eine und von C nach E gibt es auch eine. Also man sieht, C ist ganz schön gut verbunden. Von D nach A gibt es keine, von D nach B gibt es auch keine. Von D nach C gibt es eine und von D nach E gibt es auch eine. Und letzte Zeile, das schaffen wir auch noch. Von E nach A gibt es keine, von E nach B gibt es auch keine, von E nach C gibt es eine und von E nach D gibt es auch eine. Das ist meine Adjazenzmatrix für diesen bestimmten Graphen. Das heißt, ich habe es jetzt in einer numerischen Darstellungsform und ich kann mir diese Matrix mal vielleicht auch ein bisschen genauer angucken. Bei nicht gerichteten Graphen, das heißt da, wo ich diese Kanten so ohne Pfeile darstelle, sondern ich nehme an, von A nach B gibt es einen Pfad und von B nach A gibt es einen Pfad. Für solche Graphen gilt, dass diese Matrix symmetrisch ist. Und zwar, die sind Diagonalen entsprechend natürlich. Da, wo ich sozusagen diese spezielle Zeichen eingefügt habe, von wegen, das weiß ich nicht so genau, das ist so ein Spezialfall. Egal von welcher Seite ich das sehe, es ist eine symmetrische Matrix. Das heißt, das entspricht das, das hier entspricht das hier, die sozusagen so einmal um diese Diagonale geflippt sozusagen. Das ist für uns gar nicht schlecht, denn das bringt einige Ersparnisse später bei Algorithmen, die mit solchen Adjazenzmatrizen arbeiten. Wenn ich jetzt allerdings hier was ändern würde, nehmen wir doch mal an, dass diese Kante hier anders ist. Diese Kante werden wir jetzt gerichtet machen. Und von A nach B gibt es jetzt einen Pfad, aber nicht von B nach A. Von A nach B bleibt der Pfad so, wie er ist. Hier ist die 1. Aber von B nach A existiert dieser Pfad nicht mehr und das wäre jetzt eine 0. Und meine Symmetrie ist damit gebrochen.
Das heißt, auch wenn ich jetzt diese um die Diagonale herum die Matrix flippen würde, dann wird es nicht mehr funktionieren. Das ist ein gerichteter Graph, der hat Kanten, die nur in eine Richtung gehen und dadurch kann ich keine asymmetrische Matrix mehr bekommen. Es gibt noch eine andere Art und Weise, wie man Graphen im Computer repräsentiert. Und zwar ist hier das Problem, wenn wir diese Adjazenzmatrix und so anschauen, dass die Nullen eigentlich keinen Informationsgehalt an sich haben. Die 1 hat den Informationsgehalt, da ist eine Kante, aber die Nullen sagen einfach keine Kante. Rein theoretisch, wenn ich diese Nullen gar nicht speichern würde, würde ich immer noch genug Informationen haben, denn ich weiß ja, wo die Kanten sind. Wo die Kanten nicht sind, ist alles andere. Gucken wir uns deswegen nochmal an, was man so alles machen kann. Okay, wie sieht dann diese andere Möglichkeit aus? Und zwar nennen wir das Adjazenzlisten. Schieben das hier so ein bisschen nach oben. Und gucken wir uns das mal an. Eine Adjazenzliste. Und zwar sieht sie folgenderweise aus. Ich kann mir für jeden Knoten einfach eine Liste basteln. Ich kann sagen, A ist dann die Liste aus allen, die sie eine Kante dazu hat. Das wäre dann B und C. Und ich bin fertig. Für B wäre diese Liste, jetzt nach der neuen mit dem gerichteten Graphen, wäre das nur bestehend aus C. Die C-Liste würde dann A, B, D und E beinhalten. Die Liste von D würde C und E beinhalten. Und die Liste von E würde C und D beinhalten. Was haben wir jetzt davon? Erstens, es ist weniger Speicher. Wenn wir hier die Matrix uns angucken, wir brauchen 5 mal 5 Speicherplätze. Hier brauchen wir bei der Adjazenzliste brauchen wir so viele Speicherplätze, wie ich die Kanten habe. Und die Kanten sind meistens viel weniger als 5 mal 5. 5 mal 5 Kanten wäre eigentlich alle möglichen Kanten. Und hier, meistens habe ich viel weniger, weil nicht alles zu allem verbunden ist. Sonst ist der Graph übrigens auch etwas langweilig und ein bisschen trivial zum Lösen. So. Außerdem habe ich jetzt auch eine gute Repräsentation. Ich muss jetzt nicht mehr überprüfen, zum Beispiel im Computer, wo existiert jetzt die Kante, wo existiert sie nicht, also prüfen auf 0 und 1, sondern ich kann diese Liste einfach benutzen, um zum Beispiel nächste Pfade oder nächste Bewegungen irgendwie vorzuberechnen oder einfach zu implementieren oder zu machen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man repräsentieren kann. Mit einer Adjazenzmatrix oder mit einer Adjazenzliste. Und bei uns würde ich Ihnen eigentlich nahelegen, immer zu versuchen, mit den Listen zu arbeiten. Wie gesagt, sie sind speicheroptimaler und sie sind eigentlich auch einfacher zu handhaben und die sehen genau wie die Listen in Python aus. Auch wenn die Adjazenzmatrix, das kennen wir, die Matrizen kennen wir zwar auch, aber die Listen sind tatsächlich ein bisschen leichter zu handhaben. Dankeschön.